das letzte Mal ihr Brot im Fondue verloren. Tschappa! 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 Kürzlich war ich wieder mal für Aufnahmen von Kuhglockengeläute und dann muss ich schon sagen, also das Allerschönste, der schönste Klang ist der Klang, wie er wirklich ist, diese Vibrationen in der Luft. Da kommt jetzt halt einfach keine Aufnahme und Mikrofon und Klarheit ist zwar schon da, aber dieses Klangerlebnis der Wirklichkeit ist unerreicht. Schlechte Laune, jetzt muss man halt ein bisschen urgeln. Besser jetzt wieder. Das stimmt. Schmerz, ey, das ist ja so. Ich habe mir einen Klang her, oder? Es ist einfach so ein Ausbau oder so. Es ist natürlich sensationell, ob es so tönt, oder ein alte Eichhörnchen oder so. Nur so von dem Ton her, oder? Das ist noch Heimat, oder? Ich glaube, also vor allem zum Beispiel bei Klängen, die in unserer Gesellschaft vielleicht eher tabu sind oder die man selten hört, weil man sie unterdrückt, also Körpergeräusche zum Beispiel auch oder halt auch das Geräusch von einem Mensch, der weint oder ein Kind, das ganz heftig herumschreit oder so, dann sagt man ja oft sofort zum Kind, sei still, schrei nicht so, du nervst die anderen Menschen um dich herum. Ne? Also da setze ich dann an, da versuche ich dann diese Klänge wirklich dann hervorzuholen und dann auch eigentlich ins Rampenlicht zu stellen. Es ist sehr, sehr mit sehr viel Bürokratie verbunden, wenn man seine Projekte realisieren will. Es wird zunehmend immer mehr Papierkram verlangt. Man muss da ganz klar sagen, ich als Künstler in Paris unter 300 anderen Künstlern war der am meisten Geld verdient hat. In diesen, also respektive das Stipendium war das höchste Stipendium, das bezahlt wurde, und zwar mit Abstand. It feels strange when you think about it, that you come from one of the richest places in Earth and one of the things I criticize is the distribution of wealth on a worldwide level. I can only do this by traveling into other countries. I can do this because of the support of, for example, the Swiss Arts Council. I can go in these poor third world countries and play for free. Of course, it's nice, I can share something, but I never get rid of the feeling that there's something slightly patronizing about it, because I can do it and they probably can't. Wir bezahlen Reisespesen, vielleicht Flugspesen, Hotels, Grafiker,
Also eigentlich brauchen wir diese 10.000 Franken dann als Wirtschaftssubvention für andere Leute. Eigentlich ist Kultursubvention nichts anderes als die Wirtschaft anzukurbeln. Täglich findest du irgendwie drei neue Genrebegriffe und irgendwelche Bastard-Geschichten. Und ich habe das Gefühl, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, wie heute Musik nicht nur produziert, sondern wie Musik auch konsumiert wird. Also ich meine, die ganze Web-Geschichte, es passiert alles so schnell und die Welt ist so dermassen klein geworden. Wenn heute irgendwie in Luanda jemand einen Track produziert, steht er vielleicht heute Abend im Netz und morgen habe ich ihn bei mir hier zu Bern auf der Kiste. Sali Büffel, Sali Kira und Sali Springbock. Die verschiedenen Bockarten, Gazellen, Wasserböck. Ja, grüezi miteinander. Wasserbüffel, Wildebiester, Sali Zebra, Babunen, Sali Affen. Sali. Betonboden, ja. Ja, jetzt ist endlich. Also nochmal, Sali miteinander.